Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Ready or Not. Weiter geht's in der nächsten Folge Commander-Modus. Achtung, Kommandant! Sie begeben sich auf eine zermürbende Reise durch die Straßen von Los Suenos, wo der Tod hinter jeder Ecke lauern könnte. Es gibt keinen neuen Neustart oder eine zweite Chance, sobald Sie eine Mission begonnen haben, also zeigen Sie Ihr Bestes. Das Leben Ihres Teams liegt in Ihren Händen und jegliche Verluste sind dauerhaft. What? Sollten Sie zu irgendeinem Zeitpunkt während einer Mission Ihre Verluste begrenzen wollen, sammeln Sie Ihr verbleibendes Team und kehren Sie zu Ihrem ursprünglichen Einstiegspunkt zurück, um zu exfiltrieren. Beachten Sie, dass dies zwar das Leben Ihrer Offiziere schont, aber sich nachteilig auf Ihren mentalen Zustand auswirken kann. Je mehr Erfahrung Ihr Team durch erfolgreiche Missionen gewinnt, desto mehr Eigenschaften werden ihm zur Verfügung stehen, was Ihnen weitere Möglichkeiten gibt, Ihr ideales Einstiegsteam zusammenzustellen. Sind Sie bereit, Commander? Okay, wenn ich das jetzt so höre, habe ich ein bisschen Angst davor. Weil, wenn ich das so lese, dann kommt mir das ein bisschen so vor wie bei Crime Boss Rocket City. Wenn das Team stirbt, ist die Mission vorbei. Und man muss von vorne anfangen. Aber ich bin bereit dafür. Mal schauen. Nach oben tippen, wenn bereit. Willkommen bei Ready or Not. Bevor Sie Ihre erste Mission starten, müssen Sie einige Vorbereitungen treffen. Öffne das Tablet, in dem du Tab gedrückt hast, um dein Team zu sehen. Mit dem Tablet kannst du die Eigenschaften deines Teams sehen und neue Offiziere einstellen, wenn du Personal verlierst. Das ist ja echt wirklich so gemacht wie Crime Boss Rocket City. Um ihre eigene Ausrüstung und die ihres Teams anzupassen, gehen sie direkt durch den Besprechungsraum zu ihrem SWAT-Einheitsraum. Sobald sie mit ihrer Einrichtung zufrieden sind, begeben sie sich in den Briefingraum und interagieren mit dem Briefing-Schalter, um ihre erste Mission auszuwählen. Crazy shit. Okay. Page up. Hier sehen wir jetzt also unser Team. Kicker, Breacher, Waffenschmied, Sanitäter, Aufruhrkontrolle. Ich muss sagen, die Schriftart ist irgendwie ein bisschen schräg. Vielleicht muss ich da irgendwie noch eine Einstellung höher stellen. Man kann es irgendwie schlecht lesen. So, blaues Team, rotes Team und die zwei sind sozusagen auf Standby. Das ist unser Team. Ich bin interessanterweise hier nicht aufgelistet, glaube ich. Und wir können nach Einsätzen weitere Leute einstellen. Sieht interessant aus. Zufrieden, zur Therapie schicken, Freuen. Ey, das ist ziemlich cool gemacht. Chief Alvarez, please call switchboard. Why not? Lesen wir mal alles durch. Officer Personalakte, Carter Xavier. Officer Xavier Carter war bereits als Kind ein Genie, das sich durch gute Schulleistungen hervortrat und darauf brannte, die Welt zu verändern. Bei einer Autoschießerei verlor er in jungen Jahren seinen besten Freund und trat später dem LSPD bei, um das Andenken an ihn zu ehren. Xavier spielt beim LSPD eine große Rolle bei den Vermittlungen zwischen den unterschiedlichen Hautfarben. Und wenn er nicht gerade im SWAT-Einsatz ist, besucht er Schulen in den Innenstädten. Hier erzählt er seine Geschichte und klärt über Bandengewalt auf, um der nächsten Generation ärmerer Kinder zu zeigen, dass es immer einen besseren Weg gibt. Cruz Garcia. Officer Garcia Cruz absolvierte zunächst eine Ausbildung zum Sanitäter und verbrachte 5 Jahre im Rettungsdienst, bevor er seine Ausbildung begann, um Teil des LSPD zu werden. Seine Erfahrungen und sein Wissen über die Stadt erwiesen sich bei zahlreichen Einsätzen als enorm wertvoll. Außerhalb seines Dienstes ist Garcia ein lustiger Geselle, doch sobald er seine Uniform trägt, ist er fast schon ein wenig zu ernst und einer der beliebtesten Offiziere der Wache. Carson Jackson,
Würdin aus einer Militärfamilie stammenden Jackson Carson war schon früh klar, dass auch er der Gesellschaft dienen wollte. Anfangs wollte er in die Fußstapfen seines Vaters treten, der beim Militär war. Doch dann erkannte Jackson, wie schlecht es um seine geliebte Stadt stand und dass bereits Krieg auf heimischem Boden stattfand. Er schwor, seinen Beitrag zu leisten, um Los Sueños zu einem sichereren Ort für die Kinder zu machen, die er eines Tages hier großziehen will. Und Garcia Andres, Officer Garcia, hat die zweifelhafte Ehre. Cruz Garcia. Interessant, hat die zweifelhafte Ehre, der am meisten verwundete Officer im aktiven Dienst zu sein. Anders Garcia war an mehr hochkarätigen Einsätzen beteiligt als viele seiner Kollegen. Seine Bereitschaft, an vorderster Front voranzugehen und gefährliche Einsätze zu übernehmen, hat dazu geführt, dass ihm wohl am ehesten der vorzeitige Ruhestand angeboten wird, da er der Dienststelle hohe Kosten für medizinische Behandlungen verursacht hat. Okay, interessanter Grund für einen frühzeitigen Ruhestand, aber okay. Und dann haben wir noch hier Walker Rashad. Officer Rashad Walker ist ein furchteinflößender Mann mit einer schweren Vergangenheit, der dazu geboren wurde, das Gesetz entweder zu wahren oder zu brechen. Trotz schlechter Einflüsse in seiner Jugend schaffte Rashad es zurück auf die rechte Bahn und trat dem LSPD bei. Hier halfen ihm seine Erfahrungen von der Straße, sich hervorzutun. Seine kompromisslose und direkte Art hat ihn zu einem geachteten Teammitglied gemacht. Trotz mehrerer Beschwerden über seinen harten Polizeistil stehen seine Vorgesetzten stets hinter Rashad. Sieht ein bisschen ernst aus. Und Officer Wong Even. Even Wong wurde in Guam geboren und ist dort aufgewachsen. Als Polizeiveteran mit 15 Jahren Erfahrung wechselte er zum LSPD. Nach einem anfänglich problematischen Karrierestart fand Even, nachdem er sich an das Leben... Officer Peterson, report to Captain Porter. Ja, kannst du bitte mal ruhig sein? Nachdem er sich an das Leben in Los Sueños gewöhnt hatte und aus einer eher unglücklichen gelegenen Wohnung in 213 Park ausgezogen war, sein Weg und wurde zu einem geschätzten und hoch angesehenen Mitglied des LSPDs. Sehr nice. Ups, sorry. So. Das mit dem Tablet finde ich eine coole Sache. Ach du Scheiße. Da muss das Spiel gerade ein bisschen laden. Die gesamte Lobby hier ist ja auch neu. Los Sueños. Wie cool. Daher möchte ich mich kurz hier umschauen. Push to end. Okay, hier gibt's gar nichts. Briefing Room, Shooting Range. Kinda cool, dass es echte Fotos sind, aber auch ein bisschen makaber. Ich denke mal nicht, dass das echte Fälle sind. Geht's nicht lang. Los Sueños Police Department to enforce and to uphold. Okay, echt cool mit diesem Eingangsbereich. Shooting Range, Armory, Modify Loadout. Modify your loadout and equipment here in the Armory to test in the shooting range. Okay, wir haben im Moment, ja, die normale Ausrüstung. Das kennt man alles noch ein bisschen eigentlich. Okay, das muss man alles freischalten. Finde ich cool, finde ich cool.
ist jetzt da genau der Unterschied? Ich würde jetzt einfach mal meine Uniform ein bisschen anpassen, da ich der Commander bin. Es ist vielleicht gut, dass ich ein bisschen anders ausschaue als die anderen. Alter, wie nice, wie viele verschiedene Sachen es jetzt gibt. Also das heißt, man kann die Person wirklich sehr individuell anpassen. Finde ich sehr cool. Ich würde jetzt einfach mal den hier nehmen, Schutzausrüstung. Lassen wir mal so. Tattoos. Brillen. Uhrenschmuck. Sogar den Gurt kann man anpassen. Alter. Gesichtsschutz. Okay, da fehlen offensichtlich noch die Bilder, aber okay. Da lassen wir einfach die normale Brille. Hinten ein bisschen komisch übersetzt, aber gut. Haben alle das gleiche Loadout? Nicht ganz. Videoscope, Blendschutzbrille, Türöffner, Schrotflinte, Videoscope. Ich würde jetzt jemandem noch das Schild mitgeben. Alpha Team hat das Schild, ich habe das Videoscope und die Schutzbrille, das finde ich gut. Ein Videoscope reicht eigentlich. Eine Türramme für ihn. Schrotflinte. Vielleicht zwei Videoscope für blau und rotes Team. Und das zum Öffnen. Ja, würde ich jetzt mal so lassen. Oder warte, ich habe hier die M4, also MK18 heißt sie hier. Schrotflinte. Kommt halt auch ein bisschen auf den Auftrag drauf an. Ich würde mal in den Briefing Room gehen und dann schauen, was uns erwartet. SWAT Unit. Okay, hier können wir auch das Loadout modifizieren. Charakter anpassen. Modify Loadout. Briefing Room. Approach the briefing desk to choose your next assignment. Es kommt ja ein bisschen darauf an, wie der Auftrag aussieht. Oder der Einsatz, bist du gesagt. Danke und bis bald. Missionszeit 2300, 2300 oder wie auch immer man das sagt. 4 U-Tankstelle, 5. Straße ist auf Los Buenos. Eine Gruppe jugendlicher Straftäter nutzt die Gelegenheit und führt ihren Plan aus, um eine verheerende Sucht zu finanzieren. Kann man... No! Ich wollte es noch nicht starten. Hallo? Hold Tab to Einsatzinfos ansehen. Nice! Finde ich cool, dass es so eine richtige Geschichte jetzt dazu gibt.
Einsatzbesprechung. Alle mal herhören. Gegen 23 Uhr gingen mehrere Notrufe von der 4EU-Tankstelle in Southside ein, da wo die 5. und Van Drake sich kreuzen. Wir gehen davon aus, dass es sich um einen Raubüberfall mit mehreren bewaffneten Verdächtigen handelt. Zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir nicht, wie es um den Manager Mudasir Varma oder um Sharala Layton steht. Beide haben während des Überfalls angerufen, ebenso wie mehrere andere Zivilisten, die sich auf dem Gelände aufhielten, darunter Sharalas Tochter Crystal Layton. Die Einsatzkräfte begannen um 23.40 Uhr mit der Absperrung des Tatorts und warteten auf das Eintreffen des D-Platoon. Ein Officer vor Ort meldete 23.45 Uhr Schüsse im Hauptgebäude. Also bewaffnet sind sie schon mal mit Waffen. Wir können alle drei Verdächtigen am Tatort identifizieren. Andrew Williams, Zion Bradlow und Jaden Fletcher. Sie sind bereits wegen Drogendelikten oder Gewaltverbrechen mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Es ist möglich, dass einige oder alle von ihnen unter dem Einfluss von Methamphetamin stehen und äußerst unberechenbar sind. Womöglich ein Indiz dafür, dass ihr wahres Motiv ihre tödliche Sucht ist, obwohl der Überfall ein hohes Risiko darstellt. Wir können davon ausgehen, dass ihr Vorgehen kalkuliert war, da DeBanco, ein Geldtransportunternehmen, vor dem Überfall regelmäßig das auf dem Gelände gelagerte Bargeld abholte. Die Angestellten von DeBanco sind während ihrer Schichten besonders gefährdet, da es zu zahlreichen Straftaten wie Überfällen und versuchten Raubüberfällen kommt. Neben dem Eingang an der Vorderseite des Ladens gibt es eine zweite Möglichkeit, den S-Bereich auf der Nordseite des Gebäudes zu betreten. Sollten beide Eingänge nicht in Frage kommen, gibt es noch zwei weitere Eingänge auf beiden Seiten des Gebäudes, von denen einer eine Schlüsselkarte benötigt, die von den Angestellten genutzt wird. Diese solltet ihr in einer Schlüsselbox am Tatort finden. Möglicherweise flüchten sich die Verdächtigen aus dem Hauptgebäude in die Garage an der Ostseite. Geht im Außenbereich besonders vorsichtig vor. Es ist unwahrscheinlich, dass die Verdächtigen Schutzausrüstung tragen. Sie sind bewaffnet und haben demonstriert, dass sie gewillt sind, Gewalt anzuwenden. Wir wissen, dass mindestens einer der Verdächtigen eine halbautomatische 9mm Pistole bei sich trägt, die von einem Zeugen beschrieben wurde. Vergesst nicht, nur dann tödliche Gewalt anzuwenden, wenn eine unmittelbare Bedrohung für euch, euer Element oder die Zivilbevölkerung vor Ort besteht. Plant und koordiniert euer Vorgehen entsprechend. Auf geht's. Okay. Verdächtige Andrew Williams, männlich, 6'3". Gut, man könnte jetzt hier wirklich alles durchlesen, aber ich glaube, ich lese mal nicht alles durch, was. Ich meine, wir sind schon wieder bei 20 Minuten, dann geht eine Folge eine Stunde oder keine Ahnung was. Körperbau mittel, schlank mittel. Ist vielleicht nur wichtig. Die Straftaten. Der Verdächtige trug eine Gesichtsverkleidung. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, wurde Jaden in Drogenbehandlungsprogramm eingeschrieben. Ihm helfen soll, seine Sucht in den Griff zu bekommen. Er wurde auf Bewährung entlassen und musste regelmäßig an Beratungssitzungen teilnehmen. Sein Bruder, der auch in Drogenproblemen verwickelt war, wurde wegen Rauschgiftdeliktes. Und Andrew Williams, der hat wahrscheinlich die Waffe, weil hier was von einer Schießerei steht. Sie wissen, Shirley Layton, Crystal Layton, ein Kind, 2007. Schwierig. Ein Foto eines Schaulustigen. Ein Foto, das ein Schaulustiger gemacht hat. Es zeigt, wie einer der Schützen die Tankstelle mit einer Waffe in der Hand verlässt und damit auf einen Obdachlosen im Karohemd schießt. Alter. Screenshot einer Überwachungskameraaufnahme. Aufnahme einer Überwachungskamera von einem Gebäude nebenan. Darauf ist zu sehen, wie die Gruppe die 4U-Tankstelle betritt. Da unten, da oben, meine ich.
Medienberichterstattung. Screenshot einer Medienberichterstattung, die die Verdächtigen im S-Bereich zeigt, wurde mit einem Teleobjektiv durch ein Fenster aufgenommen. Und dann gibt es hier noch Notrufe, 2 Stück. 911, what's your emergency? Hello, my name is Charlotte Layton. I'm at a gas station and need help right now. Ma'am, are you at the 4U gas station on 5th and Vandrick Southside? Yes, please, please, please help. I got separated from my daughter, Crystal. They're shooting people. Okay, I need you to listen to me carefully, okay? Follow my instructions. You need to find a safe place anywhere you can hide, and I need you to stay on the line with me, okay? Officers are already on the way. Okay, okay. Please don't hang up, God. I'm here, ma'am. I need you to stay hidden and quiet for me until officers get there. Listen up. At around 2300, we received multiple 911 calls from the 4U gas station at 5th and Vandrake in Southside. We believe this to be a stick-up robbery with multiple armed suspects. At this current time, we don't know the condition of 4U manager Mudassir Varma or Charlotte Layton, with both calling in during the robbery along with multiple other civilians in the premises, including Charlotte's daughter, Crystal Layton. First responders began locking down on the scene at 2340, containing the area for D-Platoon's arrival. So, man könnte das Briefing durchhören. Ups. Naja, egal. Es ist, ich finde das ziemlich cool gemacht und sehr realistisch. 911, what's your emergency? Hello! I'm being robbed! Okay, try to remain calm for me, sir. Where's the robbery taking place? The 4U gas station on 5th and Vandrake. Southside. No, I've got it. They started shooting. Officers are on the way, sir. Shit, hört sich so an, als ob er verletzt wäre. Okay. And if you're able to, please tell me how many people you saw inside. I'm in the back room. I'm not sure how many. I take. Fuck this shit. Sir? Hello, sir? No. Are you there? Hello? Don't sir? Fuck me, no! No, no! Shit, hört sich nicht gut an. Bringen Sie Ordnung in Chaos, verhaften oder neutralisieren Sie jeden Kontakt am Tatort. Alle Zivilisten retten, nehmen Sie alle unbewaffneten Kontaktpersonen am Tatort fest. Crystal Layton finden, locate a civilian Crystal Layton, a minor hiding somewhere at the crime scene. Find a store manager, locate a civilian responsible for the initial call to dispatch, who has since been unresponsive. Okay. Dann würde ich... An officer on scene reported the sound of gunshots at 2345 within the main building. We can identify all 3 suspects on the scene. Andre Williams, Zion Pretlow, and Jaden Fletcher. All have their own run-ins with the law for drug-related offenses or violent crimes. Be advised... Sorry. Dann würde ich aber vielleicht doch noch bei jemandem, Officer Roberts, report to staff services. So, dann würde ich einfach nicht alle mit Schusswaffen ausrüsten. Taser gibt's nicht mehr. Aber das gibt's. Taktischer Schild, Blendschutz. Oder kann der Taser nur jemand Bestimmtes mitnehmen? Weil vorher gab es einen Taser. Würde ich vielleicht noch jemandem eine Beanbag-Shotgun mitgeben? Vielleicht kann nur ich den Taser nehmen. Den Taser. Ne, Taser gibt's nicht mehr. Okay. Dann würde ich mit dem Team so in den Einsatz gehen.
Und ich würde sagen, wir sind bereit. Auf geht's. So eine Karte gibt es auch noch. 2, 3, 1, 4. Ups. Okay, let's go. Die Übersetzung müssen sie bei ein paar Sachen noch ein bisschen anpassen. Aber sonst ist es ziemlich nice gemacht bisher. Da liegt schon jemand am Boden. Talk reporting. Suspects have a foothold in this area. And they're refusing to cooperate. Entry team, you are cleared to proceed with the mission. Ich glaube, vorne würde ich jetzt nicht hineingehen. Also durch die Haupttür. Allerdings wurde ja gesagt, dass sie in die Garage nebenan geflüchtet sind. Oder man das zumindest gesehen hat. Wo, was denkt ihr? Vorne oder auf der Seite? Die Seite ist halt schwierig, weil ich nicht genau weiß, ob es von da oder von da jemand kommen kann. Ich gehe doch durch die... Gold Team. Split and provide cover on this door. Bring up the shield. Deploy shield. Swap positions. On it. Okay, das ist nice gemacht. Ich würde sagen, wir stürmen hinein. Mit der Ramme und schmeiß einfach mal eine Brenngranate hinein. Wir wissen ja nicht, was uns erwartet. Let's go, let's go, let's go! Hands up! Nothing. Alright, du bleibst dort. Finde ich gut. Provide cover. LSPD out. We're getting you out of here. Civilian is cuffed and good to go. Blue team. Split the stack and provide cover. Moving into place. Split the stack on this door. Getting into position. Door is locked. Okay, das ist das blaue Team, oder? Ich weiß einfach. Bruce. Red. Element. Red Team. Okay, das ist das rote Team. Öffnen. Move in and clear. I got it. Okay, clear. Chemlight. Das ist eine Tür nach draußen. Cover me. Nothing to report. Maintain cover. All clear. Blue. Red. Hold here. Ready when you are. Ich bin ein bisschen angespannt. Okay, sieht safe aus vorerst, aber da ist eine offene Tür und wir wissen nicht, wie groß der Raum da hinten ist. Leute, kommt ihr bitte? Gold. Da würde ich sagen, wir reihen alle auf. Split. Roger. Mit der Ramme und Blendgranate.
Man the door. Deploy flashbangs. Und ich. Breaching. Deck nach hinten. Moving in. Opening on the left. On the ground. Put it down. Shit. On your head, move. Hands up, do it now. Arrest him. There, move. Hands up, move. Down on your get down on your knees. Hands on your head, do it now. Secure him. Shit. Hands up above your head. Talk to him. Ich hatte keine Muni mehr. Fuck! Lead to talk. Good to go. Entry to talk go. To element. Zivi is ready. Great work, entry team. Keep it up. Secure. Let me see those hands! Alter! Ich weiß nicht, wie viele Leute haben wir jetzt hier erledigt? Oder, ach du Scheiße. High ground to talk. We have a civilian down. Ach, ein toter Hund. What the talk. Fuck? Talk copies all. Proceed with your mission. Alter Schwede. Okay. Die Musik ist nice, wie sie einsetzt, finde ich cool. Fall in, please. Jemand soll ihn bitte hier festnehmen. There. I'm moving. Okay, he's clear. Restraining. All good. Restrain him. Moving into handcuff. You're gonna be okay. Nice mit der Musik, wie sie einsetzt. Entry team to talk. Civilian is secured. Talk to entry team. Support on me. I'm copy entry team notifying trailers. Blue team. Cover my movement. All clear. Wait. Holding. Provide support. Got your six. Lead the talk. Civilian standing by for trailers. Okay, das Kind haben wir schon mal. Lebend, sehr gut. Enter the room and clear. In position. LSPD, don't move! Put your fucking hands up! Links ist eine offene Tür. Now, keep your hands up! Leute. Provide cover. In route. Cuff him. I got it. Don't worry. We're gonna get you out of here. Million is ready. Hands up! Above your head! Talk to entry team. Roger. Trailer's inbound. Ah, der ist hier rausgekommen. Shit. Deshalb kam der von hinten. Collecting evidence. Aber gerade wurde noch irgendwo geschossen. Dynamic movement. Move and clear. Hands up! Opening on the right. Put your hands up! Alter! All teams. Move in and clear it. Affirmative. Talk. We have a civilian down here. Talk to down? There's Mauser tot. Tag him and keep moving. Eddie wollte nach Geld stehlen. Okay, alles clear here. Switch with me. Reaching. Keep an eye out. I've had someone slip by me before. Enter and clear. In position. Alright, hier gibt's noch eine Tür. Swap! I'm going! Opening on the right. Nifty over here. No contacts. Clear.
hands up! Over there. On my way. Es ist schwer zu sagen, ob hier alles safe ist oder ob jemand rausgesprungen ist. Clear. Cover this area. No problem. You gonna move? Out of the way, sir. Ja, ja, alles gut. Ich möchte unten durchschauen. Mies. Ein Zivilist. Locked. How do you want to do it? Stürmen mit der Ramme. Take out that door and clear the room. Da ist ein Zivilist, ist keine Blinkgranate rauswerfen. Get down on your knees, down on the ground. Move. On the right. Restrain them. I got him. Wohin? War, hat ja noch jemand geschossen. Die Frage ist, wo ist die Person hin? Entry Team to Talk. This is Talk. Great work, Entry Team. Keep it up. Chemlight out. Okay, alles ist grün. Wir müssen retten. Move in and clear. That's affirmative. Stay on. Nein, nicht rein, nicht rein, nicht rein. Können sich ja mittlerweile auch verstecken, die Leute. Daher ein bisschen schwierig. On my six. Behind you. Okay, hier ist nix. Schätzt man, da rein kommen wir nicht. Haben wir alles? Ich frage mich, wie es aussehen würde hier. Also ob die Punkte irgendwie abgekreuzt werden oder das einen Haken hat oder... I don't know, weil irgendwas muss ja noch übrig sein offensichtlich. Sonst könnte ich ja den Auftrag, den Einsatz hier abschließen. Alter, arme Hund. Shit, hat den Geisel vor sich. Hands up now. Drop to your knees. Cuff him. Fuck, ich glaube, der hat eine Geisel vor sich. Shit. Cuff. Hier ist niemand drin. Fuck. Roger, Entry Team. Great work. Keep going. Secure. Ich glaube, das war eine Geisel. Shit. Copy that. Put him on safe and let him hang. Great job. Mod erkannt, inoffizielle Wertung. Shit. Ich glaube, das war die letzte Geisel und ich habe sie erschossen. Oh no. Fuck. Unauthorized use of force. Use of deadly force. Civilian killed. Shit. Wertung D. Gar nicht gut. Carter Xavier ängstlich, zufrieden. Nachricht von Doc. Es ist schon eine Weile her, dass wir uns richtig ausgetauscht haben. Ich habe von Ihrem jüngsten Einsatz gehört. Wie kommen Sie damit zurecht? Das kann nicht einfach gewesen sein.
nicht nach allem, worüber wir gesprochen haben. Ich würde mich freuen, wenn Sie am Mittwoch auf ein Gespräch vorbeikommen würden, um sicherzustellen, dass alles in Ordnung ist. Rufen Sie mich an und wir machen einen Termin aus. Oh Mann, ey. Bei der letzten Geisel habe ich's verkackt. Shit. Aber was heißt das jetzt? Neuer Einsatz verfügbar. Ängstlich. Ich glaube, ängstlich geht noch. Klar. Wer bist du? Bist du der Doc? Visitor. Don't forget, our mission is not to create windows and orphans. It is to bring order to chaos. Wirklich sehr viele coole Details sind hier. Aber was heißt das jetzt? Okay, man müsste die Mission also nochmals spielen, weil ich es verkackt habe. Aber niemand ist gestorben von uns. Schon mal gut. Ja, mal schauen vielleicht. Okay, nee. Ja, egal. Ich würde sagen, das war's jetzt mal jetzt hier von Ready or Not. Sehr cool. Also die Änderungen gefallen mir wirklich sehr. Was ich bisher gesehen habe, finde ich wirklich sehr cool. Das Update finde ich nice. Was schaust du mir so in die Augen? Okay, ja. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hätte es fast geschafft. Sehr schade, dass bei der letzten Person ich alles falsch gemacht habe. Für mich sah es so aus, als ob es bloß eine Person wäre und die Person auf mich schießt. Von daher habe ich einfach reingehalten. War ein bisschen doof. I know, tut mir leid. Ja, müssen wir beim nächsten Mal anders machen. Aber gut. Somit vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Ready or Not. Get out of this. Drop the gun and let her go. I'm not going in! So, are you ready?